Hey und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin heute in Kroatien mit meiner besten Freundin Theresa und ich vlogge heute und dann würde ich sagen, let's begin. Wir gehen jetzt zum Krankenhaus, weil Titi so eine Entzündung am Auge hat. Also, wir gehen jetzt zum Strand und ich habe die Wassermelone und wir probieren gerade schon die Ananas ins Auto zu stopfen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Und ja, ich habe jetzt meine Haare aufgemacht, damit wenn wir gleich Fotos machen, damit das dann gut aussieht. Und hoffentlich sieht es nicht blöd aus. Und also ja, ich bin jetzt im Reifen drin und hier ist die Luftmatratze und da ist Titi. Wir sind jetzt am Strand und es sieht super, super schön hier aus. Es ist echt wunderschön und wir haben also die Melone und Titi die Ananas. Wir haben jetzt Polaroid-Bilder mit den Luftmatratzen und so gemacht. Und also eins ist richtig cool geworden von dem Licht und so. Also, aber da steht mir so ein bisschen doof. Und eins ist nicht so voll cool, weil dann sieht man so die Sonne. Und dann haben wir zwei verkackt. Aber naja. Wir waren jetzt so die ganze Zeit im Wasser bestimmt so. Titi, was denkst du, wie lange waren wir im Wasser? Viertelstunde. Ich hätte jetzt Dreiviertelstunde gesagt. Keine Ahnung. Okay, können wir ja gleich gucken, weil ich den letzten Clip gemacht habe. Wir sind so von da nach da ganz hinten gepaddelt und haben uns dann wieder dahin treiben lassen. Ich hoffe, morgen gehen wir so mehr ins Wasser. Wir gehen jetzt nach Hause mit unseren Luftmatratzen und ja, es war super cool und wir waren im Übrigen eine Viertelstunde im Wasser. Ich habe nämlich nachgeguckt und ja, du hattest recht. Wir haben jetzt diese Wasserschuhe noch gekauft, zwar erst so einen Tag später, aber ja, die sind trotzdem voll cool. Wir sind jetzt wieder da und ich hoffe, es gibt gleich Essen, weil ich habe schon echt, echt Hunger und es war ein super schöner Tag und ja. Jetzt eine kurze und hier immer super, super leckeres Essen. Und es ist voll schön. In der anderen Tür ist ein kleines Bad. Dann ist hier noch ein kleiner Tisch. Wir sitzen meistens nur so an und für dich. Dann ist hier so eine schöne Ecke, wo ich so gerne Fotos mache und so, weil. Also hier dieses Grün von dem Baum ist nämlich einfach super, super schön. Und ja, hier haben wir auch gestern einen Film geguckt und wollen uns heute die Sterne angucken. Und ja, dann ist hier einfach auch nochmal so eine große Area, wo wir jetzt gerade unsere Bikinis trocknen. Und ja, das ist auch einfach voll cool. Hier ist der Tisch, wo wir meistens scrapbooken oder essen. Und das ist auch super cool mit dem Cage, weil dann, wenn es so mittags ist, dann brennt die Sonne nicht so krass. Das Bad, klein aber fein. Und ja, also da ist einfach nur eine Dusche und hier die Toilette und ein Waschbecken. Und ja, und hier ist unser Zimmer. Und ja, also da ist unser Bett und wir haben einfach nur so einen kleinen Nachttisch. Und hier sind unsere super coolen Luftmatratzen. Und ja, wir haben jetzt das nicht einzuräumen. Und deshalb haben wir einfach nur so die Koffer, legen wir so aus dem Koffer. Und ja. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Und ja, die war jetzt einfach mal so im Video mit drin. Und ja, ich wollte euch nochmal die Polaroid-Bilder zeigen. Also das ist so ein bisschen so ein Fail, aber da finde ich, sieht das mit dem Hellen so gut aus, weil das könnte so die Sonne sein und das ist eigentlich so richtig cool gewesen. Und das haben wir so als erstes gemacht und dachten so, ist nicht so gut. Und dann haben wir so die anderen auch voll verkackt, also noch viel mehr. Von daher ist es voll gut und ja. Also wir legen uns jetzt hier gleich nochmal auf die Matratze und gucken uns dann die Sterne an und quatschen einfach nur noch. Und es ist einfach super, super schön und ja. Wir haben jetzt noch Mau Mau gespielt und oh mein Gott, wir haben eben, als wir die Sterne beobachtet haben, das war so eine cool. Eine Sternschnuppe gesehen. Ja, also ich habe zwei gesehen. Und ich habe vielleicht auch zwei gesehen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Aber wir haben eine so richtig krasse gesehen. Ja, wir haben so...
Also, wir waren so richtig cool. Aufgeregt. Das war so, so, weil das so, war meine erste. So cool. Ja, meine auch. Und das war so, oh mein Gott, eine Sternstufe. Da haben wir uns auch Essen und sowas gewünscht und so. Ja. Das sagen wir nicht, weil wir haben es auch nicht gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, peace.